Herzlich willkommen im Handelsleuten. ETFs sind wie Geld wegschmeißen. ETFs gelten als sicher. Schließlich werden die besten Aktien des Marktes gekauft. Hierin liegt jedoch die Gefahr, die dieses Anlegen mit sich bringt. ETFs sind eine Abbildung des Marktes. Im ETF befinden sich die erfolgreichsten Aktien. Wo der Erfolg am Aktienmarkt zu groß wurde, bildeten sich Blasen. Wer ETFs kauft, kauft alle diese Blasen mit. Während der Markt steigt, wird auch der ETF steigen. Wenn die Blasen platzen, werden aber auch ETFs rapide herabfallen. Am Aktienmarkt sollte man sich antizyklisch verhalten, um möglichst große Gewinne zu erzielen. Statt in heißgelaufene Aktientitel sollte man in schwächelnde Underperformer investieren. ETFs sind jedoch zyklisch. Wer am Aktienmarkt in ETFs investiert, macht grundsätzlich etwas falsch und wird langfristig Geld verlieren. ETFs sind gut für den Einstieg. ETFs sind gut für den Einstieg in eine Anlegerkarriere, jedoch sollte man nicht dabei bleiben. Die Renditen sind gering, aber man trägt das volle Risiko möglicher Blasen. Zudem fehlen Renditen durch fälschlicherweise unterbewertete Aktientitel. ETFs dienen zum Sammeln erster Erfahrungen an der Börse, aber Anleger sollten schnell wieder von diesem Instrument der Anlage wegkommen. Zur Verdeutlichung legte ich einige entsprechende Tabellen und Charts bei. Zum Abschluss ein kurzer Vers. Beim der Masse hinterher zu schwimmen, kann an der Börse etwas nicht stimmen. Anlegerentscheidungen trifft man allein und schießt sein Geld nicht in die Blase hinein. Überheizten Aktientiteln investiert man aus dem Weg, was als passiver Anleger nicht geht. Über sein Geld sollte man stets selbst bestimmen. Nicht in Tonhöhe mit den etablierten Klinnen. Achtung, dies war ein Beitrag zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.